Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transport Fever. Wir sind ein bisschen in den Miesen. Ich lasse gleich mal weiterlaufen, weil, dass wir hier Geld reinbekommen. Wir sind ein bisschen in den Miesen, haben 100.000 Minus und schleppen uns langsam ein bisschen nach oben. Momentan machen die hier Minus. Ich denke, das liegt einfach daran, weil die Strecke hier zu weit ist. Sie kommen jetzt gerade erst an. Ich denke, dass die Strecke einfach zu weit ist. Wir können mal reingucken, was die Finanzen sagen. Oh ja, oh ja. Sie brauchen, so wie es aussieht, fast 2 Jahre für diese Strecke. Und dadurch machen wir natürlich erhebliches Minus. Aber jetzt kommt natürlich gleich wieder Geld rein. Unsere Zugstrecke macht jetzt mit 2 Zügen aktuell Plus. Jetzt haben wir ein Aufeinandertreffen hier. Aber das nimmt uns nur ein paar Minütchen oder ein paar Tage in Transport Fever. Macht ja nichts, wie man es nimmt, ne? Wir haben aktuell 8 Stück, die hier unterwegs sind. So, 8 Stück, die mit dem Zug fahren wollen. Damit wir mehr Leute jetzt auf den Zug bekommen, machen wir das jetzt ganz einfach. Zack, Fahrzeug. Ins Depot. Ins Depot. Nein, hier. Ins Depot. So. Verringern wir hier ein bisschen die Taktraten. Was bedeutet hier maximale Wartezeit? Ich verstehe das nicht. Die werden wir mal verkaufen, dass ein bisschen Geld reinkommt. 2000 haben die jetzt nur gebaut, habe ich das richtig gesehen? Und wir haben jetzt 26.000 plus. Ah, unsere Güter sind angekommen. Deswegen. Die reißen uns ein bisschen raus aktuell. Also hier müssen wir auf jeden Fall jetzt die Strecke mal ein bisschen noch erweitern. Das hilft nichts. Wir sind hier aktuell ja wieder im Minus. Ist ja wunderbar, so bekommen wir nicht die Zugstrecke fertig. Das ist doch alles im Plus, alles im grünen Bereich, so wie wir das möchten. Aber trotzdem sind wir im Minus. 1863 haben wir aktuell ein kleines Plus. Neue Fahrzeuge. Oh, 400.000 haben wir ausgegeben für neue Fahrzeuge. Naja, gut. Wir müssen hier die Eisenbahn ein bisschen erweitern. Das jetzt war Jahreswechsel auch noch. Das frisst uns jetzt alles ein bisschen arm, muss ich sagen. 107.000. Wir machen jetzt mit der Zugstrecke 107.000, teilweise plus. Hier 33.000, 58.000. Was sind denn die Finanzen? 59.000. Seit wir den zweiten Zug drauf haben, rollt auch viel mehr Geld. Also es hat sich anscheinend wirklich gelohnt. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall bis hier erweitern. Die Strecke bis hier. Dass die hier... Aber ich bekomme ja kein Geld. Ohne Moos nichts los. Wir haben 35.000 minus. Kann ich nicht bauen. Ach Leute. Ach Leute, 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 Leute. Jetzt sind natürlich wieder die Kosten abgezogen worden. Mann, 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 Mann. Und die Hälfte von 1864 ist auch schon wieder gleich rum. Oh, wow, 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 wow. Oh, 71.000 minus, das wird eine knappe Geschichte jetzt. Das wird eine knappe Geschichte. Ja, komm, ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt. Und sofort pausieren. Denn damit wir hier noch schneller an Geld kommen, müssen wir das hier abreißen, das Segment.
und müssen sofort hier hin. Und weil wir doch zum Schluss noch ein bisschen, machen wir den Puffer ein bisschen größer. Können wir jetzt nicht ganz verbinden schon? Nee, das reicht noch nicht, die Kohle. Machen wir jetzt das Segment bis hier. Oder können wir es doch schon ganz verbinden? Wir gucken jetzt mal. Doch, wir können es ganz verbinden. Zack. Wir können die Strecke ganz verbinden. Das ist sehr gut. Somit rollt der Rubel noch schneller. Wir sind hier auch richtig. Okay, es stimmt alles. Und Gas geben. So, jetzt fahrt mal hier ein bisschen Kohle rein. 200.000 habe ich gerade gesehen. Ich hatte gerade 200.000 hier sehen. Hier standen gerade 200.000, also... Ich würde mal sagen, der Zug wird langsam angenommen. Ach, ich habe den immer offen. 11 von 8, also ich denke, er wird genommen. Fahrzeuge, Zug Nummer 2. Halt, stopp. Wieso steht da Warten auf Freiwege? Wo ist denn der jetzt unterwegs? Moment mal. Wieso warten auf freie Wege? Dreh du mal um. Du musst doch nicht warten auf freie Wege. Wir sind doch alle richtig. Was haben wir denn jetzt hier wieder für einen Fehler? 29 Leute warten aktuell. So, komm jetzt, gib Jas hier. Jetzt fährt er durch, jetzt fährt er durch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Es warten 36 Leute in Drehensteinfurt. Also bis ich Drehensteinfurt drauf habe, das dauert noch ein wenig. Und in Freinsheim warten 7. Ja, das wird jetzt auch langsam schön mehr. Ganz, ganz schleichend, ganz langsam wird es mehr. Und jetzt denke ich, müsste der Rubel rollen. Hier kommt der nächste Zug an. 45.000. Und unser zweiter Zug ist wo? Hier unten. Einwandfrei. Er fährt weiter. Ja, er fährt durch. Wunderbärchen, Preiselbärchen. Es warten 7 Leute. Das ist natürlich immer noch ein bisschen wenig, ja. Hier stehen viele Leute. Viele, viele, viele. Aber die wollen hier alle nicht hier rüber. Also jetzt kommt der vollbesetzte Zug wieder an. Oh, ja, geht doch. Komm, weiter, gleich weiter, 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 weiter. Was wollen die eigentlich hier? Ah, Arbeitsplatz. Naja gut, teilweise muss ich sich wirklich immer erst einpendeln. Denn von Drehensteinfurt nach Frensheim wollen jetzt schon wieder 33, 34, 35 Leute. Ja, also 36 wollte ich gerade zumachen, kam der 36. Also es wird schon, der Zug wird genutzt. Aber wir müssten eigentlich versuchen, noch einen niedrigeren Takt zu erhalten. Was kostet aktuell ein Zug? Im Jahr. 68.000. Die Linie macht... Wird sogar reinpassen, noch ein dritter Zug, aber natürlich finanziell ist er nicht im Budget.
Wir haben hier 41 Leute wartend, deswegen, wenn, dann müssten wir über einen Zug Austausch nachdenken. Ja, weil jetzt geht's eh los. Wir müssen jetzt langsam die Pferdefuhrwerke austauschen, aber wir brauchen Geld. Das ist jetzt hier das kleine Problem. Wir brauchen ein bisschen Geld. Wir haben hier aktuell 46 Leute insgesamt wartend. Also hier, das hier ist eindeutig zu langsam. Hier wird sich ein Zug lohnen. Die Zugstrecke ist noch ein bisschen zu langsam natürlich. Haben wir uns jetzt da verspielt und verkokelt oder wie oder was? Wir haben jetzt 63 haben wir plus gemacht. 64, da haben wir nochmal in Baukosten investiert, hätten wir aber auch plus gemacht. Ja. 65 haben wir nichts investiert, haben wir jetzt bei 34.000 minus und das Jahr ist gleich um. Ich schätze nicht, dass wir dieses Jahr mit plus abschließen. Und das Problem ist, uns schlucken natürlich die Zinsen einiges weg mit 45.000, ja. Vielleicht hätten wir doch auf leicht spielen sollen. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt sehe ich hier gerade was. 25 Leute warten jetzt hier schon. Wir könnten natürlich jetzt die Leute noch zu was anderem zwingen. Wir könnten die Leute natürlich jetzt noch zu etwas zwingen. Straßenfahrzeug 7. Fahrzeuge. Ach Leute. Hier finde ich es doch. Genau, das ist jetzt das Problem. 3, 4 und 5. Das heißt, wir könnten jetzt Fahrzeug 3 ins Depot schicken. Fahrzeug 4 auch ins Depot schicken. Dass wieder mehr über die Schiene läuft. Denn das Problem ist, wir brauchen unbedingt Geld. Wir müssen die Kutschen ersetzen. Die Kutschen sind zwar nicht teuer. Ja. Die Kutschen sind nicht teuer. Was kostet eine Kutsche? Eine Postkutsche? 13.000. Aber wir brauchen unbedingt Geld. Wir müssen die Kutschen ersetzen. Und momentan ist es das Beste, wenn wir über den Zug unser Geld verdienen. 30 Leute wartend. Und hier 6 Leute warten, aber der Zug ist gerade weg. Ist er voll? Ist der hier? 10 von 18, ne? Das ist ungefähr der Durchschnitt jetzt. Aber hier kommen schon wieder mehr Leute. Hier. Wo wollen denn jetzt die alle hin? Jetzt fahren sie auf einmal hier alle mit dem Zug. Ha? Wundere Bärchen, Preiselbärchen. Oh, 4.000 nur noch minus. Was sagen unsere Finanzen hier unten? 108.000? Wir kommen ins Plus. Sehr gut. Sehr gut. Der Zug macht auf jeden Fall Plus. Ja, wir müssen unbedingt die Straßenfahrzeuge ersetzen. Zack. Zack. Verkauft. Wenn wir einfach nur die Postkutschen ersetzen könnten. Was hat denn der Zug für ein maximales Alter? Wie alt kann der werden? 30 Jahre hat er Lebensdauer. Okay, das heißt, wir können ihn locker noch circa 10, 15 Jahre fahren lassen. Was sagen jetzt die Finanzen? Wir haben im Jahr 1866 172.000! Eisenbahn hat 332.000 eingenommen. Wow. Jetzt würde ich sagen, jetzt fängt es langsam an hier zu laufen. So wollen wir doch das, oder? 9, hier läuft schon wieder einer zum Bahnhof.
Hier laufen auch, läuft auch schon wieder einer zum Bahnhof. Hier kommen auch schon wieder eine. Hier kommen sie jetzt alle zum Bahnhof. Denn der Bahnhof wird langsam interessant. Da man mit dem Zug jetzt dadurch wird die Fahrzeuge auf dieser Linie verringert haben, wollen sie jetzt alle mit dem Zug fahren. Weil es einfach schneller geht. Aber wie wir gemerkt haben, wenn es eine Linie gibt, hier auf der Straße, haben wir das Problem, dass sie nicht mit diesem ÖPNV zwischen den beiden Städten fahren, sondern wir müssen über die Schiene irgendwie was machen, damit wir über die Schiene fahren. Die Schiene braucht zu lang, das heißt, wir brauchen hier einen niedrigeren Takt. Wir müssen hier schneller sein wie auf der Straße. Das heißt, das Optimale wäre eigentlich, aber da sind mir persönlich die Züge zu wenig ausgelastet. Wenn, dann würde ich lieber hier einen Zug austauschen, diesen Zug 1 zum Beispiel, den könnten wir eigentlich so machen. Bin ich jetzt doof? Ach nein, das muss man ja über die Linie machen. Und zwar hier, Fahrzeugersatz. Ja, dann würde er schon ersetzt werden bei 25%. Das will ich natürlich nicht. 10 Jahre muss dieser Zug schon noch fahren, auch wenn er eine Lebenserwartung von 30 Jahren hat. Aber da müssten wir warten bis 1870, 1875. Weil dieser Borsig hier, der wäre zwar 5 km/h schneller kostet, aber im Jahr 13.000, sagen wir mal, mehr. Ja, das rentiert sich wieder gar nicht. Hier 8 Passagiere, hier 6. Mal gucken, wann der nächste kommt. Und vor allem die Kosten sind enorm der Unterschied. Ja, das rentiert sich schon fast nicht auf dieser Strecke. Wir lassen das jetzt noch. Wir machen es jetzt anders. Und zwar machen wir jetzt Folgendes und gehen hier B2 Fahrzeugersatz wählen nie. Wir müssen erst Fahrzeug wählen, eine Postkutsche und setzen das auf Ja. Aha, wieder Jahreswechsel. Was sagt's? 54.000, also wir machen jetzt definitiv Minus. Jetzt wird gerade der Fahrzeugersatz eingefügt. Wir setzen jetzt mal, ersetzen jetzt mal B2 Freinsheim-Demker. Denn da sind alle schon veraltet. Weil Drenstein-Frensheim, das sind noch, haben noch nicht alle die letzten Jahre erreicht. Aber wir müssen jetzt hier unbedingt ersetzen. Ja, ja, eben deswegen, ne? Wir müssen die Kosten senken, dieser Fahrzeuge. B2 Frensheim. Das ist eigentlich doof, man muss natürlich jetzt warten, bis die alle genau an der Bushaltestelle sind. Aber in dieser Zeit könnten wir mal gucken, wir könnten jetzt dann noch eine Verbindung schaffen. Ja, das wäre eigentlich schon eher eine Zugverbindung. Wobei die Höhenlinien es schon fast nicht erlauben. Aber wo könnten wir hingehen? Schon etwas schwierig. Wir haben hier noch 1, 2 Fahrzeuge noch. Wir könnten hier. Ist auch schon ein bisschen weit, ne? Zack, wir brauchen noch ein Fahrzeug, dann haben wir alle ersetzt. Ups, hier muss ich klicken. Wo ist das Fahrzeug? Ja, ist bald da. Okay, dann haben wir das ersetzt, dann haben wir wenigstens auf B2 mal
Fahrzeuge drauf, die nicht mehr so teuer sind. In der Zeit können wir weiter plus schieben. Schön, gucken wir doch einfach mal zu. Zack, dass wir hier auch was sehen. Ups. Die gute, alte, schöne Postkutsche. Wunderbar, wunderbar. G1 Demker Schweinrich macht natürlich jetzt wieder Minus. Zwei Jahre Minus und dann wieder Plus. Es lohnt sich aber. Es lohnt sich aber. So, wir haben hier die Fahrzeuge ersetzt. Und jetzt kommt natürlich G1 auch noch hier. Ja, das ist das Problem, ne? Ich glaube, wir stellen diese Routen hier ein. Fahrzeuge. Wir stellen das hier ein. Das lohnt sich nicht. Nee, das lohnt sich einfach nicht. Zack. Zack. Und hier sind die beladen. Die sind jetzt noch beladen. Die lassen wir jetzt hier noch einmal abliefern. Hier die Kohle holen wir uns. Wir lassen uns die Kohle jetzt nicht durch die Lappen gehen. Weil normalerweise müssten sie ja noch bezahlen. Das geht nicht, wir können hier diese lange Route können wir nicht bedienen. Wir zahlen zwei Jahre immer drauf und da die werden einfach zu schnell alt. Das geht zu langsam. Wir müssten hier irgendwas Schnelleres finden. Das ist doof. Macht er jetzt da Plus schon, oder? Ja. Also er kollt auf jeden Fall noch Geld rein. Weil wenn ich jetzt auf Verkaufen gehe und die zum Depot schicke, dann wenden sie und dann ist alles weg. Das muss natürlich nicht sein. Und so verkaufen wir die Strecke und wir müssen unbedingt an Geld kommen. Ohne Moos nichts mehr los. Hier, alles kommt. Alles muss ersetzt werden. Die letzten Einnahmen dieser aktuellen Güterlinie. Alle Fahrzeuge ins Depot und verkaufen. Die Linie machen wir zu. Zack, zack, machen wir zu. Wir gehen lieber noch ein bisschen weiter in den ÖPNV. Oh, was kriegen wir denn jetzt Neues? Pferdefuhrwerk und einen neuen Bus, der glaube ich auch ein bisschen länger hält, wenn mich das nicht alles täuscht. Wir haben gemacht 70.000 plus 68, haben wir 77.000 minus gemacht. Wir haben 68.000 für neue Fahrzeuge ausgegeben. Und was haben wir noch mehr gehabt? Nichts. Nö. Nichts. 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 Niente. Aber wir machen plus. Das ist gut. Wir werden jetzt hier einen Fahrzeugersatz einrichten. Jetzt lasst uns mal gucken. 15 km/h, 17 km/h, 5. Und kostet nicht viel mehr. Okay, zack. Ja. Wir tauschen die Buslinie Nummer 1 aus. Und Buslinie Nummer
2. Die macht nicht. Macht mich auch krank. Zack. Kriegt auch den Bus. Wir hauen den Fahrzeugersatz rein. Und B3, Fahrzeugersatz. Zack. 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 Und schließen. Aber wieso haben wir auf einmal wieder so viel Geld? Obwohl wir neue Fahrzeuge gekauft haben, haben wir noch so viel Geld? Wieso? Macht jetzt hier unsere... Unser Zug macht jetzt so viel Kohle. Und das ist es. Ja, wie gesagt, ich bin echt am Überlegen, ob wir da nicht... Ja, auf dem Rückweg fährt er immer noch... Nicht so, wie er sein soll. Von hier aus wollen immer noch zu wenige wieder nach hier. Aber hier ist halt immer schön voll. Deswegen könnte ich mir überlegen, ob wir da nicht noch in einen Zug investieren. Aber das sehen wir, wenn es wieder weitergeht bei Let's Play Transport Fever. Und wir sind nämlich jetzt am Ende. Und deswegen sage ich euch viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.